Gleich in den TV Berlin Nachrichtenroute für die 1. Mai-Demonstration ist bekannt. Dardai guckt nicht im Zorn zurück und das Wetter lässt keine Wünsche offen. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am 18. April 2019. Die Organisatoren der traditionellen sogenannten revolutionären 1. Mai-Demonstration haben angekündigt, in diesem Jahr nicht durch Kreuzberg, sondern durch Friedrichshain ziehen zu wollen. Unter dem Motto gegen die Stadt der Reichen soll der Demonstrationszug ab 18 Uhr vom Wismarplatz über die Grünberger Straße, Scharnweberstraße und Frankfurter Allee zur Riegerer Straße ziehen. Von dort soll sich der Zug weiter nach Süden über die Warschauer Straße zur Warschauer Brücke begeben. Die Demonstration sei bisher nicht angemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in den Vorjahren verweigerten die Organisatoren der Demonstration die vorgeschriebene Anmeldung, weil sie nicht wie in früheren Jahren mit der Polizei über die Strecke der Demonstration verhandeln wollten. Aus der Demonstration heraus kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu gewalttätigen Aktionen. Die Route für eine Jugenddemonstration am Nachmittag steht ebenfalls fest. Unter dem Motto »Unser Kiez, nicht euer Profit« wollen die Demonstrierenden vom Schlesischen Tor über die Warschauer Straße, Revaler Straße, Simon-Dach-Straße, Grünberger Straße bis zum Wismarplatz ziehen. Berlins Kultursenator Klaus Lederer zweifelt am geplanten freien Eintritt für das Humboldt-Forum im Neuen Schloss. Von Seiten des Bundes seien Zusagen für die finanzielle Verteilung innerhalb des Hauses zurückgenommen worden, sagte der Politiker der Linken. Berlin habe nicht den Spielverderber machen wollen, sondern geguckt, ob wir diesen freien Eintritt auch mitmachen können. Im Gegenzug sollte es laut Lederer Zugeständnisse bei der Kostenverteilung im Haus geben. Aber natürlich müssen wir am Ende auch gucken, wie wir die Ressourcen bekommen, die wir für unsere Kultureinrichtungen brauchen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters will den kostenlosen Zugang zum Humboldt-Forum für 3 Jahre als Pilotprojekt testen lassen. Das Vorhaben wird auch bei den umliegenden Einrichtungen kritisch gesehen, etwa auf der direkt benachbarten Museumsinsel. Dort müssen Besucher weiter Eintritt zahlen. Berlin will seine Landesmuseen einen Sonntag pro Monat ohne Eintritt öffnen und dies mit neuen Vermittlungsangeboten verbinden. Lederer will damit auch die Menschen erreichen, die normalerweise nicht ins Museum gehen. Das Humboldt-Forum im Berliner Schloss soll von Ende 2019 an als Museums- und Kulturzentrum schrittweise öffnen. Hauptnutzer wird die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihren ethnologischen und asiatischen Sammlungen sein. Auch das Land Berlin und die Humboldt-Universität bekommen Ausstellungsflächen. Berliner Schüler wollen auch in den Osterferien für mehr Klimaschutz protestieren. Am Karfreitag sei ein Klimastreik-Picknick im Invalidenpark geplant, teilte eine Vertreterin der Organisatoren am Donnerstag mit. Nach Polizeiangaben sind 500 Personen dazu angemeldet worden. Am Freitag darauf sei erneut ein Klimastreik in dem Park vorgesehen. Seit Monaten streiken weltweit Schüler freitags, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und die Politik zum Handeln aufzufordern. Die Aktionen laufen unter dem Motto Fridays for Future. Ihren Ursprung hat die Bewegung in Schweden, die Schülerin Greta Thunberg begann mit den Streiks. Sie ist zur Symbolfigur der Protestwelle in vielen Ländern geworden. Kritiker bemängeln, dass die Schüler während der Schulzeit streiken. Am Mittwochnachmittag trainierte das Team von Hertha BSC vor dem Spiel am Ostersonntag um 18 Uhr im Olympiastadion gegen Tabellenschlusslicht Hannover 96 im Rahmen der Kiez-Tour im Kreuzberger Katzbach-Stadion, das sonst das Team von Türkiyespor beheimatet. Am Rande des Trainings, bei dem die Spieler natürlich auch fleißig Autogramme schrieben, war natürlich der Trainerwechsel nach Ende der Spielzeit das bestimmende Thema. Grundsätzlich hätte ich ihm gerne noch eine Chance weitergegeben und hätte ihn auch gerne noch ein bisschen länger gesehen. Grundsätzlich ist es aber so, 5 Jahre sind in der heutigen Zeit viel. Wenn er selber spürt, dass es notwendig ist, dann übergeben wir das unter Umständen an anderen. Neue Kraft, die neue Impulse bringt. Er bleibt uns erhalten und das finde ich an der ganzen Regelung die tolle Sache. Er war zu den Jugendspielern immer ein Draht und den kann er weiter behalten, kann uns die Spieler nach oben transportieren und das ist die Hoffnung, die wir haben. Und wenn es dir nicht gut geht, kann er immer noch mal einspringen. Ich finde es irgendwo schade, dass er geht, aber vielleicht braucht die Mannschaft auch wieder jemanden Neuen.
Vor der Partie gegen die Niedersachsen versuchten die versammelten Journalisten im Rahmen der Spieltagspressekonferenz vergeblich, Trainer Pal Dardai irgendetwas Negatives zur Trennung im Sommer zu entlocken. Pal Dardai kann alles für Hertha BSC bedanken. Durch die Jahre Fußballer, Dardai-Kinder sind auch bei Hertha BSC, bei den Nachwuchsfußball. Wir sind zufrieden von, als Familie, wir sind auch Hertha-Fan. Also das ist ein bisschen Schicksal, das alles so entwickelt, ja. Wer weiß, was hätte gewesen, wenn die Hertha BSC 100 Millionen hätte ausgegeben können jedes Jahr. Ja? Und dann vielleicht haben wir eine andere Kategorie und dann ein anderes Schicksal. Das ist jetzt das Schicksal. Ich bin froh, dass ich hier war und bin, weil das ist einfach gut. Und ich habe wirklich, das ist vielleicht merkwürdig für ihr oder für alle, ich habe nicht mal Wut drin. Ich glaube selber, die Manager, wo wir geredet haben, hat er auch gespürt. Also das ist so alles in Ordnung, Männer. Und das ist die Zeit, ja, und so. Und ich glaube, die Thema können wir loslassen, weil von mir kommt nichts etwas, weil kann ich nicht sagen, Leute. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es in weiten Teilen klar, die Tiefstwerte liegen um die 8 Grad. Auch am Karfreitag sucht man die Wolken am Hauptstadthimmel vergeblich. Es bleibt dementsprechend niederschlagsfrei und die Höchstwerte liegen knapp über der 20-Grad-Marke. Und der Ausblick, auch in den kommenden Tagen bleibt es sehr freundlich und sonnig lediglich. Am Samstag kann es über die Nachmittagsstunden örtlich etwas zuziehen. Mit Regen ist aber hier nicht zu rechnen. Am Ostersonntag und Montag bleibt es überwiegend wolkenlos. Und auch die Temperaturen verhalten sich frühlingshaft. Am Samstag liegen die Höchstwerte bei 19 Grad, am Sonntag bei 20 und am Montag sogar bei 22 Grad.